Yo, Peace, Leute, und willkommen zum 79. Part von The Witcher 3 Wild Hunt. Ich befinde mich hier schon in Ochsenfurt, weil ich meine Schwerter repariert habe und ein bisschen Stuff an den Schmied verkauft habe. Jetzt werden wir zu Olgierts Kontaktmann gehen, in der Taverne, um ihm zu sagen, hey, ruf mal Olgiert her, ich hab da was für ihn, nämlich die lilane Rose. Und ich will sehr, sehr gern Olgierts Gesichtsausdruck sehen, denn ich glaube, er hat nicht gedacht, dass wir diese Rose jemals finden. Zwei Humpen und ein bisschen plötzlich. Oh, bitte, mein Herr. Etwas Anstand. Und ich guck hoch und da, er leert das halbe Fass in einem Zug. Ach was, das war ich mal wieder, ne? Ja. Die Geschichten, die hier über mich erzählt werden, finde ich aber gar nicht so cool. Hier drüben. Oh, was willst du denn? Hey, da, Weißlöckchen. Du siehst aus wie einer, der zechen kann. Danke, ein andermal. Hey, lass mich nicht betteln, Mann. Ich lade dich ein. Das ist natürlich kein schlechter Move. Oh, da gibt es gerade eine Ohrfeige hier. Ah ne, sie will ihn nur auf Abstand halten. Der denkt so, oh, sauf doch nicht so viel, junger Mann. Angeber. Natürlich, warum auch nicht? Die Zeit ist ein herrlicher Spielplatz. Und das richtige Gewürz für Honigkuchen. Hast also doch zugehört. Oh ja, bisweilen kann ich nicht widerstehen, die Zeit zu manipulieren. Dabei ergeben sich viele appetitliche Gelegenheiten. Man kann die Suppe von geschmacklosen Leuten mit passenden Widerlichkeiten würzen. Kontrollierst du die Zeit oder ist das ein Trick? Kontrollierst du wirklich die Zeit oder ist das nur ein Taschenspielertrick? Welchen Unterschied macht das? Einen großen. Sagen wir, die Zeit hat mich immer fasziniert. Deswegen habe ich mir ihre optimale Nutzung beigebracht. Warum gerade die Zeit? Geralt, es gibt vier Dimensionen. Länge, Breite, Höhe und Zeit. Welche davon sollte mich faszinieren? Die Breite. Da hat er schon recht. Also klar, die Zeit ist dann das Interessanteste. Wer bist du eigentlich? Gaunter Odim, auch bekannt als... Das meine ich nicht. Ah, du willst also wissen, was ich tue. Ich will wissen, ob du ein Genius bist. Kurz, ich gebe den Leuten, was sie wollen. Sagen wir, ich erfülle ihnen ihre Wünsche. Das hört sich jetzt so richtig Genie-mäßig an. Schrecklich nobel von dir. Das wäre wirklich nobel, wenn du nicht immer eine Gegenleistung verlangen würdest. Gesetz des Marktes. Ich habe die Redewendung, alles hat seinen Preis, nicht erfunden. Du bist eindeutig kein Mensch. Was dann? Ein Dämon? Ein Djinn? Willst du das wirklich? Ich glaube immer noch, dass es ein Genius ist. Ja. Ja, möchte ich. Nein, Geralt, willst du nicht. Diesmal verschone ich dich und erfülle deinen Wunsch nicht. Wer meinen wahren Namen erfahren hat, ist entweder tot oder hat ein schlimmeres Schicksal erlitten. Doch dich... Was? Wie komme ich zu dem? Wieso bist du hier? Ich wollte dir gratulieren. Du hast dich bei Olgierd prächtig geschlagen. Tatsächlich hast du deine Schuld fast beglichen. Ich sollte ihm fast Wünsche erfüllen. Das tat ich. Jetzt nimmst du das Mal weg, weil wir quitt sind. Fast. Um den Vertrag buchstabengetreu zu erfüllen, musst du noch eines tun. Olgierd zum Tempel von Lilvani bringen. Davon war nie die Rede. Oh, aber ja doch. Als Mann von Welt solltest du wissen, dass jeder Vertrag sein Kleingedrucktes hat. Und das. Ich habe nie was unterschrieben. Das war ein wörtlicher Vertrag. Auch bei mündlichen Verträgen. Ich sagte wörtlich. Ich glaube allerdings, dass es gut ausgehen wird. Sobald dies der Fall ist, treffen wir uns und danken einander für die gemeinsame Reise. Zitat Ende. Ja, ich erinnere mich. Erfülle deinen Teil der Abmachung, dann werde ich das Mal entfernen. Du hast mich zum letzten Mal unterbrochen, während ich mit jemandem sprach. Oh. Was macht die Fliege in meiner Suppe?
Ich hab nach dir Ausschau gehalten, dich aber nicht reinkommen sehen. Woher kommst du plötzlich? Ich bin schnell. Verdammt schnell. Ich bin ein Hexer. Übermenschliche Schnelligkeit ist nur eine meiner Qualitäten. Hast du mir die Fliege in die Suppe geworfen? Nein. Jetzt hör genau zu. Sag deinem Ataman, er soll zum Tempel von Lelvani kommen. Südlich von hier. Der Eingang liegt in einer Höhle. Was ist denn da los? Lilvanis Tempel. Kapiert? Ja, kapiert. Warte mal! Was denn noch? Meine Freundin, die Ärztin, die war hier. Du sollst bei ihr vorbeikommen. Sollen wir da vorbeischauen, meine Freunde? Hier ist die Flasche nicht fremd, wie? Sprich mit Shani im Haus, würde ich sagen. Er ist komplett dadurch gestorben. Oh. Ja, Gauntor Dim ist so ein kleiner Schlawiner. Und noch sind wir nicht aus unserem Vertrag frei. Jetzt müssen wir Olgir zum Tempel von Lilvani bringen. Was sich nicht schwer anhört irgendwie. Aber wer weiß, was da wohl dahinter steckt. Spuck hier nicht hin, wenn ich ja lang lauf. So, hier ist Shani. Shanis Haus zumindest. Shani ist im oberen Geschoss. Wo ist der? Shani, ich hab gehört, ich soll mich mit dir treffen. Meine Shani? Liebe junge Dame. Geralt, gut, dass du kommst. Was ist passiert? Hat jemand eingebrochen? Hier? Ach, nein, ich ziehe nur um. Was? Wann? Wohin? Ach, darüber wollte ich nicht reden. Jedenfalls nicht nur, aber... Ich gehe, Geralt. Die Ostfront ruft. In Kedven. Oh, so ein plötzlicher Aufbruch. Du hast nicht erwähnt, dass du einen Umzug planst. Ich wusste es nicht. Erst seit heute früh. Er wird wahrscheinlich von der Armee gebraucht. Es waren zwei Soldaten hier. Redanien braucht mich angeblich wieder. Hättest du nicht einfach Nein sagen können? Ach, vielleicht. Aber das wollte ich nicht. Ich will meiner Berufung folgen. Und das geht nirgends besser als an der Front. Aufhalten will ich sie nicht. Auf keinen Fall, wenn sie das ist, das als ihr Traum ansieht, eben das zu sein. Ich verstehe. Werden wir uns jemals wiedersehen? Eines Tages bestimmt. Hast du was über Olgierd erfahren? Ich denke mal, deshalb hat sie uns am meisten gerufen. Ich habe die Bücher bald zugeklappt, weil ich mir dachte, dass ich die Wahrheit nur von jemandem erfahre, der ihn kennt. Hast du jemanden gefunden? Ich musste nicht lange suchen. Ein Kollege an der Akademie, der Assistent von Professor Primitin Schildlock, sagt, dass Olgierd von Everek sich öfters mit dem Professor getroffen hat. Dabei hat Olgierd offenbar verlangt, dass der Professor etwas erforscht. Der Professor hat sich so hineingesteigert, dass er seine Notizen nicht rausrücken wollte. Nicht mal seinem Assistenten wollte er sie zeigen. Aber es gibt da Axi, das gerne mal dabei hilft. Zurückgezogen in seinem Haus auf dem Akademiegelände. Mit Hexenjägern auf der Türschwelle. Wieso stehen da Hexenjäger? Hexenjäger auf der Türschwelle. Steht er unter Hausarrest? Das weiß ich nicht. Manche an der Fakultät halten ihn für einen Verräter, der sich von den Hexenjägern hat kaufen lassen. Der Assistent wiederum meint, dass der Professor sich von ihnen beschützen lässt. Ich weiß nicht wovor. Und was glaubst du? Dass er ihnen sicher nützlich ist. Ein Fachmann für Schwarzmagie und Okkultismus ist die reinste Fundgrube an Wissen. Olgierd hat sich ja auch ein bisschen mit Schwarzmagie und Okkultismus auseinandergesetzt. Erstaunlich, wenn sie ihn benutzen. Ich muss den Professor sprechen. Ich muss mit diesem Professor reden. Ich gehe mit. Die Akademie ist voller redanischer Wachen. Da kommst du nicht alleine rein. Wachen waren mir noch nie ein Hindernis, das weißt du. Mhm. Aber wenn du diese verwundest, muss ich sie wieder flicken. Außerdem könnten wir einem Freund begegnen. Dann kommen wir ganz leicht rein. Okay. Das werden wir machen, auf jeden Fall. Warum nicht noch etwas über Olgierd erfahren? Huah. Professor Schüttlock. So, Shani, dann mal etwas schneller hier. Kann nicht sein, dass du hier nur so rumläufst. Du meinst, seit Radovid sie geschlossen hat? Ich will wissen, ob sie gut bewacht ist. Vermutlich nicht. Viele Mitglieder sind in den hohen Norden geflohen. Die Tapferen sind geblieben, haben sich aber als Schneider und Wäscherin verkleidet. Oh, bin falsch gelaufen. Nein. Die Gelehrten hatten sich offenbar Magiertaktiken zugelegt. Grob
reparieren sie? Für Radovid gibt es kaum einen Unterschied zwischen ihnen. Dich scheint er ja zu tolerieren. Weil er mich braucht. Vorläufig. Also, an die Ostfront. Und dann? Kommt drauf an, wo man mich hinschickt. Wo es auch sein mag. Pass auf dich auf. Oh, der liebe Geralt macht sich Sorgen. Keine Sorge. Wo willst du hin? Hier lang. Ah, da stehen schon zwei der Soldaten, die uns hier wahrscheinlich nicht reinlassen wollen. Aber wir haben ja die nette junge Dame Shani an unserer Seite, die uns da bestimmt reinboxen wird. Halt! Auf Befehl König Radovids darf niemand die Akademie betreten. Nicht mal Dozenten? Niemand heißt keiner. Na, du bist ja ein Pedant geworden, Norbert. Als ich dich wieder zusammengenäht hatte, warst du viel freundlicher. Wie geht's denn dem Knie? Ganz wunderbar. Als wäre nie ein Pfeil drin gewesen. Du kannst dich glücklich schätzen. Wenn ich mich nicht dazu entschieden hätte, dich zu operieren, wärst du auf ewig ein Krüppel. Bruno? Hm? Vielleicht können wir sie reinlassen. Sie ist anständig. Die klaut. Na gut. Aber alleine. Der Hexer erregt zu viel Aufmerksamkeit. Für den will ich mich vom Hauptmann nicht anraunzen lassen. Pass auf. Ich gehe rein und helfe dir dann, hinten reinzuschleichen. Und gut, dass wir vor ihnen so laut reden. Ich denke mir was aus. Auf der Flussseite sind normalerweise viel weniger Wachen. Geht klar. Gut, lasst mich rein. Okay. Zumindest zu helfen, auf der Flussseite reinzukommen. Begib dich auf das Akademiegelände. Nicht Alchemiegelände. Alchemiegelände. Vielleicht gibt es es ja. Okay, müssen wir ein Stückchen laufen hier. Wohlhabender Städte läuft an uns vorbei. Geh mal auf den Mono hier. Sorry, wollte dich nicht erschrecken. Ich schubse doch gar nicht. Wir müssen hier rein. Kommst du? Nein, nicht hoch. Okay, geht auch hoch. Aber bei nee, ich hab keinen Bock, da jetzt runterzufallen. Denn wir kennen den lieben Geralt. Der ist nicht so der größte Fan von großen Höhen. So, aber hier, das wirst du wohl. Oh, da gerade noch so das überlebt. Habe ich das Gefühl. Ich benutze jetzt auch einen neuen Controller, keine Ahnung, ob ich schon gesagt habe. Ich muss erst richtig einspielen hier, ich merke es richtig. Die Sticks sind noch richtig viel zu neu, ja. Die müssen so ein bisschen, die müssen auch so smooth gehen und es funktioniert noch nicht ganz. Also muss ich ein bisschen hier die Kamera andauernd drehen, dass sich die Sticks auch schön einspielen lassen. So. Hey du, kämpfe mich. Okay, scheint nicht zu klappen. Ja, akzeptieren mal so ein bisschen Fehler, dass einfach... Ich das zwar mache und das auch wirkt, aber irgendwie willst du dann nicht... Ah, verdammt, nein, ich was... Nein. Ey, es reicht. Was geht denn bei euch ab? Ihr Ass... So, jetzt zack. Was willst... Oh, das war gut. Weg da jetzt. Und schon wieder eine Körperhälfte noch rumfliegt. So, den Loot natürlich mit... Oh, kleines rotes Muttergehen. Sehr gut, die brauche ich. Steck dein Schwert weg, Geralt. Nein, Geralt, hol nicht das andere raus. Steck weg. So. Jetzt will sie versuchen, uns hier irgendwie reinzulassen. Einige Zeit später. Es ist dunkel schon geworden. Also wirklich eine ganze Zeit später. Bist du da? Ja, bin ich. Schnapp das Seil. Ach echt, das hätte ich gar nicht erwartet. Wo hast du das Seil her? Lange Geschichte. Aber wir haben es geschafft. Professor Schüttlocks Haus steht am Ende dieser Straße. Hexenjäger bewachen die Tür. Ich glaube nicht, dass ich die bequatschen kann. Du warst schon eine große Hilfe, Shani. Danke. Schon gut. Du hättest dasselbe für mich getan. Natürlich. Wenn du mich nochmal sehen willst. Ich bin zu Hause. Muss noch eine Weile packen. In Ordnung. Bis dann. Diese Einladung werden wir sicherlich nicht ablehnen. Zu gegebener Zeit natürlich. Jetzt sollen wir das Haus betreten. Dass er hier von Wachen bewacht wird. X ewiges Feuer. Maul halten. Sehr schön, der ist weg und dann kommt du, Alter. Hey, du kämpfst für meine Seite, du sollst mich nicht blocken. Aua. Oh, da kam Bolzen. Da kam ein Bolzen in mein Gesicht geflogen. Schneller oder vielleicht schmerzhaft. Hey, das ist echt komisch, dass der mich auch blockt, obwohl der auf meiner Seite ist. Ach echt? Ich habe nie erwartet, dass ich den umgebracht habe. Der eine lebt noch. Ich habe gedacht, der wäre gestorben mit Blutungsschaden vielleicht. Aber du müsste ein Hit eigentlich reichen. Bam, Junge.
Na? Die Meritium fesseln. Sollte man mitnehmen, denn da kann man, soviel ich weiß, die Meritium Barren rauskriegen. Wenn man mehrere davon hat. Und die kosten richtig viel Kohle sonst, diese Barren. Deshalb ist es ganz sinnvoll, die immer mitzunehmen. So, Professor Shitlocks Haus. Dem wird jetzt nicht so erfreut sein, dass wir einfach so reinstürmen und seine Wachen sind nicht mehr da abgeschlossen. Dann kommen wir nicht rein, da müssen wir wahrscheinlich klopfen oder so. Oder wir müssen wo ganz anders rein. Die Tür durch die können wir bestimmt nicht rein. Nee. Okay, also müssen wir jetzt irgendwie einen anderen Weg suchen. Heißt... über den Baum, aber das wird wahrscheinlich nicht gehen. Also eine Leiter kommen wir mal ein bisschen erhöht. Also auf eine erhöhte Position. Ups, das wollte ich nicht. Vielleicht machen wir das mal. Komm, Geralt. So, jetzt sind wir ein Stückchen. Ja, das sieht doch gut aus. Die Leiter hier habe ich gar nicht gesehen, aber sie passt perfekt hier hin. Dann können wir hier bestimmt irgendwo einsteigen. Darüber springen. Schafft er. Und dann können wir hier durch die Tür bestimmt mit Art durchbrechen. Ja, können wir. Ups. Du sollst mal dein Haus renovieren, Bro. Das war nur der Wind. Wir sollten es jetzt hier nicht zu hastig bewegen, wenn hier die Balken schon am bärsten sind. Noch ein Stockwerk weiter unten, was hier in der Truhe ist. Aber ist da was Nettes drin? Kann man gar nicht aufmachen anscheinend. Da ist was Rotes. Okay, nehmen wir mal mit. Da war noch was Rotes, oder? Nee. Okay, die Truhe lässt sich gar nicht... Hier sind richtig viele Sachen. Gillian Albuquerque, kleinerer Schuss. Okay. Ein Foliant über dem Mond. Dicke Staubschicht. Zerbrochener Spiegel. Keine Aufschlagstelle. Ein Unfall war das wohl nicht. Vielleicht durch Schatten zerbrochen. Jemand hat hineingesehen und geschrieben, ein Silberlein. Das Siegel kenne ich nicht. Oder vielleicht hatte der einen Spiegel gesucht, der nicht zerbrechlich ist. So, ach, Professor Shitlock hier wohl nicht. Das? Lass die Bettpfanne an ihrem Platz. Und nimm den Teller mit, ich esse heute nichts. Professor Shitlock? Wer zum Teufel? Wie bist du reingekommen? Er scheint blind zu sein. Raus. Ich weiß nichts. Ich will auch nichts wissen. Kapiert? Nein, raus! Ich tu dir doch nichts. Dieser Dämon schickt dich. Ich weiß es. Welcher Dämon? Welcher Dämon? Stellst du dich dumm? Hm? Bitte. Du weißt Bescheid. Gaunter Odim. Gaunter Odim. Nation des Bösen. Er schickt mich nicht. Aber wegen ihm bin ich hier. Ich bin ein Hexer. Hm. Ein Mutant? Ja. Bist du hier gefangen? Darfst du hier nicht raus? Bist du hier gefangen? Schutzgewahrsam nennt sich das. Schutz? Ich bin nicht mehr Herr über mein Schicksal. Nicht mal Luft holen kann ich ohne Erlaubnis. Was wollen Sie von mir? Es mag dir nicht klar sein, aber ich gehöre zu den führenden Okkultismus-Experten, den Lebenden heißt das. Mein Mentor war der überragende Professor Lionel van... Und jetzt kooperierst du mit den Hexenjägern? Kooperieren? Ha! Als hätte ich eine Wahl. Sie sind unwissend. Aber ihnen ist klar, was ich über Magie und Hexen und Zauberer und so weiter weiß. Dieses Wissen benutzen sie zu barbarischen Zwecken. Aber darauf habe ich keinen Einfluss. Ja. Ich bin zum Reden hier. Ich bin hier, weil ich Informationen brauche. Wichtige Informationen. Ein Hexer? Dann muss ich mich nicht fürchten. Ich bin ja kaum eine Postkonjunktionskreatur. Was wollte Olgierd von Everett von dir? Ob er uns das sagen wird? Verflucht sei der Tag, an dem ich diesen Mann traf. Aber er scheint uns ein bisschen zu vertrauen. Und wollte wissen, wer Gaunter Odim ist und wie man ihn los wird. Er bot mir einen Sack Gold. Ich war einverstanden. Solche Dinge sind meine Spezialität. Und ich brauchte Geld. Ich versenkte mich in die Folianten, analysierte obskure Vorfälle und Volkslegenden. Ich reiste sogar bis nach Nilfgaard. In der Bibliothek dort stieß ich endlich auf eine Spur dieser mysteriösen Wesenheit. Es gibt Aufzeichnungen über Begegnungen, die tausende von Jahren zurückliegen. In vielen Kulturen, unter vielen Namen, aber immer als Ausgeburt des Bösen.
Hier heißt er Gaunter Odin. Manchmal auch Spiegelmeister, der Mann des Glases. Mann des Glases, da hat der Hund uns vorgewarnt. Das Studium der alten Aufzeichnungen hat mich erblinden lassen. Aber ich habe vieles erfahren, dass er mit seinen Opfern spielt und besonders gerne Pakte schließt. Sie scheinen harmlos, treiben die Vertragspartner aber in den Wahnsinn. Magischer Kreis auf dem Boden, was weißt du noch über ihn? Weißt du noch mehr über den Mann? Gaunter Odin ist kein Mann. Er ist das Böse. Das Böse, das viele Formen annimmt. Vergiss ihn. Oder stirb. Du lebst noch. Leben? In ständiger Angst. Nach dem, was ich über ihn weiß. Was ist das für ein Kreis? Ich finde es gerade richtig interessant. Das Ganze. Was bedeuten diese Runen? Sie schützen mich. Hier kann das Böse mich nicht erreichen. Woher weißt du das? Er hat es mir selbst gesagt. Er hat mich einmal besucht. Faszinierendes Treffen. Ich war schon blind, aber ihn konnte ich sehen. Er lächelte mir zu. Behauptete, mein Interesse sei ihm eine Ehre. Er wollte sich bedanken. Und sein ebenbürtiges Interesse an mir bekunden. Er zog diesen Kreis und sagte, darin sei ich sicher. So zeigt er sich erkenntlich, weißt du? Hast du ihn je verlassen? Hättest du ihn reden hören, würdest du ebenso wenig wie ich zweifeln, was dann geschieht. Olgiert hat also so einen Pakt mit ihm geschlossen. Das wissen wir eigentlich schon. Brillant geschlussfolgert. Aber weißt du auch warum? Er stammt aus einer wohlhabenden, einflussreichen Familie. Sonst hätten die Eltern seiner Verlobten ihn nie akzeptiert. Doch dann schlug das Schicksal zu. Er wurde zum verarmten Ausgestoßen. Das konnte die mächtige Familie seiner Iris nicht hinnehmen. Sie verheiraten ihre Tochter nicht an einen Niemand. Olgierd wollte mit ihr durchbrennen. Je weiter weg, desto besser. Aber sie weigerte sich, ihre Familie zu verlassen. Ein echtes Dilemma. In der Tat. Doch es sollte noch schlimmer kommen. Eine Wanderhexe deutete eine Lösung an. Einen Mann, der jeden Wunsch erfüllen kann. Sein Name, der Spiegelmeister. Gaunter Odin, also. Der Rest ergibt sich. Olgierd und Odin treffen sich. Es gibt einen Wunsch, einen Pakt, der mit Blut besiegelt wird. Und einen Preis, der gezahlt werden muss. Olgierd musste einen geliebten Menschen opfern. Odin liebt schwierige Entscheidungen. Er wusste, wen Olgierd liebte, seine Verlobte und seinen Bruder. Lodin. Haben wir beide schon kennengelernt. Olgierd traf seine Wahl, heiratete seine geliebte Iris und erlangte sein Vermögen zurück. Hat Olgierd... Nee, das glaube ich nicht, aber ich frage mal nach. Hat seinen eigenen Bruder getötet? Nein. Schlussfolgern Hexer. Odims Stil berücksichtigen. Olgierd hat den Blutbrief unterzeichnet und einen Tag darauf war sein Bruder tot. Also hat er ihn umgebracht in... Halt, er hat ihn nicht erschlagen oder so, aber er hat ihn eigentlich umgebracht. Das hast du alles von Olgierd erfahren? Alles erzählt. Das musste er. Wie hätte ich sonst diagnostizieren sollen? Bei dir klingt es wie eine Krankheit. Es ist schlimmer. Krankheiten lassen sich kurieren. Aber das Böse... Da sind Medikamente viel schwerer zu finden. Olgierd wollte den Pakt brechen. Warum? Er hatte doch, was er wollte. Wirklich? Sein Herz war zu Stein geworden. Die Frau, für die er seinen Bruder geopfert hatte, liebte er nicht mehr. Er liebte gar nichts mehr. Hatte er das gewollt? Nein. Odin gewährt einem, was man wünscht, nicht das, was man will. Wer einen Pakt mit ihm schließt, lernt diesen Unterschied und stirbt daran. Wir haben auch einen Pakt mit ihm. Teile? Kann man ihn nicht loswerden? Ihn töten, meinst du? Das Böse töten? Oh, nein. Allerdings erzählen die Annalen von einem Mann, der seinen Pakt gelöst. Und jetzt wird es sogar noch interessanter, wie wir ihn schlagen können, das möglicherweise. Heißt, Odin liebt Pakte, Wortfallen, geistige Duelle. Fordere ihn zu so einem Duell heraus. Er wird einwilligen und er kann besiegt werden.
Aber bedenke, was auf dem Spiel steht. Das Einzige, was er wirklich begehrt, sind menschliche Seelen. Werde ich dieses Mal los? Odin hat mir ein Mal verpasst. Werde ich das irgendwie los? Ein Mal? Wird in den Folianten nicht erwähnt. Seltsam. Es sei denn, es verschwindet, sobald dein Pakt erfüllt ist. Wenn ich ihn herausfordere und überwinde, verschwindet es dann? Das weiß ich nicht. Der Mann, der ihn überwunden hat, trug kein Mal. Olgierd hat zum Beispiel auch kein Mal. Danke für deine Hilfe. Danke, das hilft mir weiter. Gut. Auf jeden Fall. Zum Glück sind wir hierhin gekommen. Nach all der Zeit in Gefangenschaft und Angst. Denn es war ja auch zu nahe. Wir hätten auch einfach so, aber jetzt so in Richtung des Tempels gehen können. Oh, er ist aus dem Kreis draußen. Geh nicht aus dem Kreis. Oh. War das Zufall oder war das der Spiegelmeister? Wir haben ein Tagebuch von einem jungen Mann bekommen. Von einem jungen Mann, von einem etwas älteren Herrn. Ich sage immer junger Mann, irgendwie, keine Ahnung. Wie lang ist denn das? Ich würde das unglaublich gerne lesen. Und zwar jetzt. Mit euch zusammen. Wie lang ist denn das? Das ist recht lang. Ich würde sagen, Leute, die Gameplay sehen wollen. Die verabschiede ich jetzt. Jetzt gibt es eine kleine Lesestunde. Denn das würde ich gerne mit euch lesen. Ich fand das richtig interessant. Und zwar Professor Shitlocks Tagebuch, meine Notizen und Beobachtungen, Professor Shitlock. Der von Odin erstellte Kreis flößt mir Angst ein. Ich kann ihn nicht sehen, aber ich weiß, dass er da ist. Ich habe keinen Namen für den Sinn, mit dem ich ihn wahrnehme. Wenn ich mich seinen Grenzen nähere, schießen mir seltsame Schauder über den Rücken. Hierbei handelt es sich nicht um Schmerz, sondern um etwas, das mir die Haare wie die Stacheln eines Igels zu Berge stehen lässt. Ein Monat ist vergangen und ich befinde mich immer noch innerhalb des Runenkreises. Ich werde zunehmend von Albträumen gejagt. Mittlerweile fürchte ich mich schon vor dem Schlaf. Ich weiß nicht, wie lange ich das noch aushalten kann. Ich habe geträumt, ich hätte eine Tochter. Seltsam, da ich nie Kinder hatte, und doch kam eines im Schlaf zu mir. Sie war nicht älter als 10 Jahre. Sie nannte mich Papa und liebte mich über alles. Ich konnte es in ihren Augen sehen. Das Seltsamste daran war jedoch, dass ich für sie eine starke väterliche Liebe empfand. Kann man wirklich von jemandem träumen, der nicht existiert? Kann man diesen jemand lieben? Ich fürchte mich nicht mehr vor dem Schlaf. Vielleicht hat Odin beschlossen, mir Frieden zu gewähren. Ich habe nicht vor, ihn umzustimmen. Meine Träume über Amelie verschaffen mir große Freude. Meine Tochter ist ein gutes und intelligentes Mädchen. Ich glaube, aus ihr wird einmal eine wunderschöne Frau werden. Schade, dass sie nur in meinen Träumen existiert. Es ist nicht nur so, dass ich den Schlaf nicht mehr fürchte, vielmehr kann ich ihn mittlerweile kaum noch erwarten. Welch fantastische Wendung. Wenn alles so bleibt, werde ich bald versuchen, den Kreis zu verlassen. Ich weiß jetzt, warum ich seit Wochen von dem Kind geträumt habe, das ich nie hatte. Es war sein Werk. Heute Nacht ist meine Tochter gestorben. Sie bekam eine seltsame Krankheit, die an ihrem ganzen Körper scheußliche, eiternde Pocken entstehen ließ. Sie weinte und bat mich, ihr zu helfen, doch ich konnte nichts tun. Sie starb in meinen Armen. Ich erwachte schweißgebadet. Ich bin am Boden zerstört und mein Geist ist zerrissen. Seit Amelies Tod sind jetzt 3 Monate vergangen. Mir blutet immer noch das Herz und dauernd werde ich von schrecklichen Visionen geplagt. Ich bin ein Blinder, der sich wünscht, nie etwas gesehen zu haben, denn verglichen mit diesen quälenden Visionen wäre die völlige Blindheit eine Erleichterung. Ich halte es nicht mehr länger aus. Ich bin ein zutiefst unglücklicher alter Mann geworden. Seit einem Jahr lebe ich nun innerhalb des magischen Kreises. Immer häufiger kommen mir Selbstmordgedanken. Es wäre so einfach, ich müsste nur aus dem Kreis heraustreten. Da sieht man mal wieder, wie fantastische Arbeit und Detailreichtum in Witcher steckt. Einfach diese kleine, winzige Geschichte eigentlich mit dem Herrn Professor ist schon besser als so manche Story in einem AAA-Shooter-Game. Nun gut, ich würde sagen, das war's mit diesem Part von The Witcher 3 Wild Hunt. Der Professor hat leider Gottes nicht überlebt. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Schaut in die Playlist und auf den Kanal vorbei, wenn ihr Bock auf mehr habt. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns hoffentlich im nächsten Part wieder, wenn wir uns dann mit Olgierd beim Tempel von Lilvani treffen. Peace up und haut rein.